Hallihallo und guten Morgen. Wir spielen mal wieder eine Runde Bioshock. Haben wir jetzt lange nicht mehr gespielt und es wird natürlich Zeit, dass wir das gute Spiel mal weiterspielen. Ich denke mal, wir haben es jetzt so, ja, fast Mitte März, wenn die Aufnahme dann online kommt irgendwann. Ja, genau, Apollo Square, da waren wir stehen geblieben. Es wird ja langsam ganz schön haarig, ganz schön viele Big Daddies unterwegs etc. Ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wo wir stehen geblieben waren. Gucken wir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an unserer Wiederbelebungskiste. Ach ja, genau, wir waren hier in den Gängen. Mal wieder typisch. Ich spawne, hab nicht mal ein Medipack oder irgendwas. Wie sieht's denn munitionstechnisch aus? Hier habe ich noch ein bisschen was. Das dauert aber auch hier ewig mit dem Nachladen. Bisschen Schrot habe ich noch. Schrot ist immer gut. So, und erstmal jetzt hier vorsichtig vorgehen. Lag hier was? Habe ich hier nur einen Schriftzug gesehen. Kann auch sein, dass das nur ein Schriftzug war. Ja, gibt es ein paar Fotos. Die hatten wir alle schon erledigt hier. Ja, komm, wir kaufen uns mal volles Leben. Dum, 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 dum. Bäh. Ist wieder hoch. Hier stand mal ein Geschütz. Okay, also hier. Ich höre auf jeden Fall dahinter Feinde. Machen wir mal ein Foto. Es gibt ja noch diese ganzen Fotoquests, wo man hier ein bisschen. Jetzt immer noch nicht erledigt komplett. Ich hätte da noch eine Kontaktmine. Aber ich glaube, nee, das hat es ja erstmal erledigt. So, mal hier schön. Das kann man jetzt aufheben, es glänzt. Nee. Ach, warte mal, hier waren wir doch schon mal. Ja, in den Räumlichkeiten, genau, hier haben wir das letzte Mal dann aufgehört zu spielen, irgendwie in den Räumlichkeiten. Die war doch auf unserer Seite, genau, die haben wir uns doch gesichert. Genau, mach's tot. Ich helfe dir mal ein kleines bisschen mit, dass du nicht kaputt gehst. Lass mal nachladen hier. Da ist mein Big Daddy. Wow, warum halten die denn alle so viel aus? Meine, geil wäre natürlich den Big Daddy zu erledigen, weil hier könnte man dann gleich direkt. Oh, ist diese Granatentante immer noch nicht. Wo ist sie denn? Das ist eine neue. Das ist eine neue von der Sorte. Und tschüss. Gen-Upgrades. Hier vorne könnten wir uns was herstellen, wenn wir denn genug Zeug haben. Das ist eigentlich geil, das Zeug. Gut. Das hasse ich. Dass der irgendwie ganz oft dann irgendwie schießt, wenn du davor stehst. Verbandskästen, das ist doch mal super. Ich hab nichts Panzerbrechendes. Da brauchst du dich eigentlich jetzt gerade gar nicht mit dem Big Daddy anzulegen. Dann würdest du wahrscheinlich eh nur auf die Fresse kriegen. Oh, ich sehe Überwachungskameras. Eieiei. Erstmal ein Schlückchen Kaffee hier. Wenn man schon die ganze Zeit unter Wasser unterwegs ist, braucht man selber auch ein bisschen Flüssigkeit. Ey! Kann es sein, dass die Waffen irgendwie automatisch ab und zu schießen? Das ist ja kacke. Ich habe halt absolut. Gut, keinen Bock darauf, darum mache ich die mal lieber kaputt. Weil diese komischen Roboter, die kosten einen bedeutend mehr Munition, als wenn man hier so ein bisschen rumschießt.
Kartoffelchips aus dem Müll. Na lecker. Da unten ist eine ganze Ladung Feinde. Ich habe doch noch meine... Halt. Meine zielsuchenden Raketen. Ey! So, noch mehr Munition brauchen wir nicht zu verbrauchen für die. Oh, Mensch. Geht endlich auf den Keks hier mit diesen Feuerbällen. Kuckuck. Wo bist du? Hast du den ausgenockt? Oder hat's den komplett erledigt? Ja, dann müsste er doch irgendwo hier sein. Den hat es anscheinend komplett entschärft. So, da unten ist auch noch das komische rot leuchtende Ding. Können wir auch schon auf Nummer sicher gehen. Ja, also mit Raketenwerfer lässt sich ja ganz gut arbeiten. Muss ich mal so anmerken. Da unten sind auch noch mehr solche Heinis. Bam. Metro. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Munition. Cool wäre halt irgendwie Medipacks oder sowas. Hier sind halt auch, da ist der nächste Big Daddy, hier sind halt auch ein Haufen Big Daddies, aber das Problem ist halt, ich habe halt wirklich derzeit nicht die Waffen. Ich meine, ich hätte vielleicht mit meinem Granatenwerfer einen ausschalten können, aber so habe ich jetzt hier deutlich einfacheres Spiel gehabt. Okay, ich muss wohl erstmal runter in die Metro. Aber ich guck mal, ob wir hier vielleicht irgendwas Praktisches finden. Tagebuch. Erstmal hier raus. Sicherheitsnotschalter. Aber irgendwie sind die Stimmen immer so leise. Also das tut mir ein bisschen leid. Ich habe jetzt schon das Audio voll hoch. Wer weiß. Ich muss mir auch überlegen, was ich mache, wenn ich hier fertig bin. Habe ich vielleicht sogar noch den zweiten Teil irgendwie Let's Play im Anschluss? Habe ich schon mir so überlegt, eventuell das zu machen. Die gibt es ja mittlerweile bei Steam für einen Apfel und ein Ei. Das habe ich ja auch damals. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Wollen wir da wirklich rein? Das sieht sehr nicht vertrauenswürdig aus. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir da mal rein. One Man's Vision. So, gibt's hier irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Ja, dann renn in die gute Stube. Der ist kaputt. Was haben wir hier schönes? Gucken wir mal ein bisschen. Achso, das ist hier so. Okay. Kuckuck. Da wird ja keine Munition vergeudet für sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frauen mit Maschinengewehren. Oh, ich habe keine Muni mehr. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das knapp. Hilfe. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht gleich noch 10 andere um die Ecke. Kann sie noch ohne telefonieren. Alles aufheben, was geht. Ach, hier gibt es diese komischen Filme. Kommentare des Regisseurs. Was ist denn da? Achso, okay, das ist hier immer so ein bisschen. Wir erklären euch ein bisschen was über einen Film. Übers Spiel. Erstmal eine Flasche Gin. Das hilft im Notfall immer. Oha. Komm, wir duschen erstmal. Dam, dam, dam. So, la, 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 la. Das sieht aus wie die. Aber Moment, wenn wir jetzt hier wechseln. Egal. Wir gehen jetzt hier rein.
Tollen Prometheus, das kennen wir noch nicht. Da fahren wir jetzt hin. Little Wonders. Also wir brauchen unbedingt wieder Medipacks, sprich wir brauchen so einen Kaufautomat, weil ich glaube, ich kann mir ein paar leisten. Vom Geld her müsste das passen. Und tiefer geht es hinab. Na toll. Na komm, geh uff. Ich schnapp mir jetzt den Idioten mit meinen drei Leben, die ich noch habe. Ich sehe auch da nichts. Wo war es? Wo war es? Wo war es? Erstmal hier abrennen lassen. Hier liegt aber auch nirgends sowas Brauchbares, nicht Verbrauchbares. Was Brauchbares. So. Ja gut, das wird jetzt erstmal schief gehen. Oder auch nicht. Ich lebe zwar noch, aber kann man das noch als Leben bezeichnen? Irgendwie nicht so richtig. Das ist auch nur Gen-Upgrades austauschen. Ich muss hier jetzt erstmal irgendwo Zeug finden. Waffen-Upgrades. Granatenwerfer, Schadensimmunität, MG-Rückstoß, Pistolenmagazingröße, Chemo-Reichweite. Verringert die stark die Wahrscheinlichkeit des Bolzen beim Einschlag brechen. Da könnte man natürlich Munition wieder verwenden. Mach mal das. So, jetzt haben wir hier erstmal so eine neue Vita-Chamber. Ja gut, ich habe halt nichts mehr gehabt, aber ich spawn ja direkt dort. Also ist das einzig Gute. Ach, das ist mir also für Nahkampf ungeeignet. Die Munition schon wieder hier verschossen. Da ist der Heini durch. So, ich gucke mich jetzt erstmal um, weil ich brauche hier unbedingt ein bisschen Leben. Da oben ist schon wieder irgendwas. Kann man hier nicht irgendwo. Hier muss man noch irgendwo die Möglichkeit haben. Pheromonproben. Oh, Mist! Warum haben wir da so einen Geschütz drin? Eieieiei. So, Folge.